So, hier ist er wieder, der Herr White Doctor. Jetzt starten wir mal wieder mit unserem Let's Play von Summon Night 2. Und was zum Geier mache ich hier eigentlich? Ah ja, genau. Hier waren wir, nicht wahr? Gut, jetzt gucken wir mal, wer Stand der Dinge ist. Sind immer noch ein Amateur. Ja, das sind die Viecher, die wir be bereits vernichtet haben hier. Swartype. Naja. Da haben wir ja nicht viel gemacht bisher. Na, ja. Thames, was haben wir hier? No. Jetzt werden wir mal versuchen, ein paar Waffen hier zu erneuern. Wir haben nämlich... Naja gut, das ist das Problem. Wir haben kein besseres Material als das, was wir haben. Also marschieren wir damit mal los. Ich habe mir nach der Zeit, die vergangen ist, übrigens keine Ahnung mehr, wo wir hier überhaupt sind. Und gut, der pennt. Der ist auch ausgeschaltet. Bin gespannt, wer als nächster hier verwundet wird. Versuchen wir mal rauszufinden, wo wir hier sind. Naja, ich weiß ja, wo wir sind. Ich meine, was wir hier machen müssen. Ah ja, das gute alte Summon Night 2. Ach, man, müssen die immer dasselbe erzählen. So. Aber mal sehen. Wir haben jetzt einen zweiten Let's Play angefangen. Phantasy Star 3. Mal sehen, ob es da ein bisschen rascher vorwärts geht als hier. Hier geht. Der kann die riechen. Ich will nicht wissen, wie dreckig die sind. Dass das funktioniert. Oder so eine Art bescheuerten Medaillensinn oder sowas. Er kann das Metall riechen. Gut, was haben wir jetzt hier? Beast Crest. A Crest with an engraved Beast. Geht das eigentlich auch als Material? Gucken wir mal erstmal, was wir hier. Ja, der Itemladen ist ein bisschen weiter weg. Ja, toll. Noch ein paar Wochen, nee, ein paar Tage nicht mehr gespielt. Und schon habe ich keine Ahnung mehr, was ich mache, wo ich bin. Und was ich zu tun habe. Wow. Dann bin ich hier, kann ich echt froh sein, dass manche modernen Rollenspiele heutzutage Journals und sowas haben. Tagebücher, wo drin steht, was man gerade gemacht hat. Nur die Katze zumindest habe ich noch entdeckt. Wir haben also immer noch diesen Tag. Ich hätte keine Lust, die jetzt nochmal suchen zu müssen, ehrlich gesagt. Naja, gut, das habe ich auch erledigt. Dann können wir jetzt hier eigentlich weitermachen. Er will uns eine Potion geben, na, das ist doch mal gut. By the way. Ja, das weiß ich schon. Kommt ein bisschen spät, aber danke. Dann machen wir mal. Gucken wir mal, irgendwas erschaffen können hier. Den haben wir ja schon. Der Ohrring. Er ist boring. Oh ja, der Witz wird auch nicht alt. Was Besseres inzwischen? Yep, das hier. Erhöht die Verteidigung noch viel stärker. Und den Rubstone. Können wir den eigentlich kaufen? Denn das wäre nützlich. Nein, können wir nicht. Dann müssen wir ihn eben herstellen. Naja. Machen wir zwei. Eigentlich wollte ich nicht fünf machen, aber hey. Jetzt gucken wir mal, was ich überhaupt Ausrüstung habe. Ohrring. Okay, gut. Dann holen wir uns jetzt mal bessere Ausrüstung, indem wir dieses Bracelet herstellen. Dafür fehlt uns... Oh ja, toll. Das war dumm. Das war sehr dumm. Jetzt brauchen wir noch mehr von den Dingern. Okay, gut zu wissen.
Okay. Without we have to find Lynn. Ah, das. Wir waren auf dem Weg, diese Lynn zu suchen. Ah, gut. Dann wissen wir wieder Bescheid. In einer dieser Häuser müsste sie ja sein. Dann können wir die Story ein bisschen weiter vorantreiben. Und hier waren wir schon. Wo verstecken die sich immer hier? Da waren wir auch schon. Hallo? Hallo? Das war's schon. Na gut. Vielleicht doch hier. Na, wie geht's Blair? Naja, bla bla bla. Smalltalk, Smalltalk. Wo ist Lynn? The Search for Lynn. Wäre eigentlich ein guter Titel gewesen für den dritten Teil dieses LPs. Leider bin ich ein bisschen zu langsam dafür gewesen. Hier ist kein Gebäude mehr, da ist glaube ich nur der Angler. Hier ist ein Haus. Hier ist ein Platz. Ach komm. Langsam ist mein Orientierungsvermögen aber nicht mehr lustig. Hier geht's zu dem Platz, wo Godzilla versteckt ist. Das ist ein Kamikaze-Stein. Banzai und so weiter. Und wieder Treppen hoch und runter. Ah, ja. Wo ist Lynn? Eines der unteren Häuser müsste es sein. Ich spule mal vor, bis ich sie gefunden habe. Da haben wir sie doch gefunden. Ah, Lynn. Oh, Ariel. Ich bin hier, weil ich keine Ahnung. Ich fühle mich hier ruhig. Ja, direkt vor Godzillas wachsamem Auge. Ach, Lynn, wir mussten uns so anstrengend, dich zu finden. Ey, was ist los? Master Blair, sein Fieber, es ist viel schlimmer geworden. Oh my goodness, we need to hurry. Ja gut, dann beeilt euch, bitte. So, für eine kleine Weile wird noch okay sein. Gut. Puh. Orin ist auch verletzt, was geht hier vor? Oh, tut mir leid. Nun, das musst du nicht sagen, Ariel, ich weiß, es ist nicht deine Schuld, es sind die Programmierer. Denn, ja, ich kümmere mich um die Typen hier, du solltest mal losmarschieren jetzt, aber... Naja, wenn du hier bleibst, wirst du auch nicht mehr tun können, als hier rumzusitzen und mir zuzuhören, bei der Arbeit zuzusehen, also los. Hau ab, da ist keine Zeit zu verschwenden. Ja, du hast recht. Ich verstehe, ich werde jetzt gehen. Bitte, pass gut auf sie auf. Kein Problem, ich hoffe, du findest die Dämonen-Ecke. Oder Klingel. Danke, los, Diner. Auf zum nächsten Diner. Ja, ja, okay. Gut, jetzt dürfen wir endlich mal weitermachen mit dem, was wir schon die ganze Zeit über machen wollten. Was haben wir jetzt hier eigentlich? Ja, jetzt haben wir 6 Stück gemacht, obwohl ich eigentlich nur 2 oder 3 wollte. Ja, das kommt davon, wenn man dämlich ist. Beast Crest. Gut, das probieren wir nochmal aus. Vielleicht ist das Material. Save the Dada. Save it. Save it as good as you can. Okay, dieses stumme Warten war eigentlich überflüssig. Jetzt spielen wir mal wieder ein bisschen hier rum. Ja, ja, es ist schwer. So kommt es tiefer runter. Okay, schauen wir mal. Welche Waffe ist jetzt furchtbar? Okay. Es wäre vielleicht besser, wenn wir noch eine zweite Waffe hätten, die uns nicht so langsam macht. Also machen wir das hier mal auseinander. Und schauen mal, was wir kriegen. Nichts. Naja, gut. Jetzt können wir das Schwert nehmen. Und tatsächlich das hier nehmen. Beast Crest. Was kriegen wir jetzt? Das Beastmaster Schwert? Da bin ich mal gespannt. Ja, am Ende stellt sich raus, wir müssen das magische Schwert Dämonen-Ecke selbst zusammenschmieden. Rank up. Hey, ich bin abgerankt worden. Wir haben den Tusk Saber. Also ein Tusk ist so eine Art Säbelzahn. Ein Säbelzahn-Säbel. Oh, wow. Oh, wow. Ich hoffe, das ist nur meine Übersetzung. Two-Hit-Combo. Cool, die Waffe ist so gut, die müssen wir gleich ausrüsten. Na, weg mit dem Speer. Die Axt brauchen wir immer noch für Leute, die furchtbar sind. Aber jetzt können wir den Tusken Sable ausnehmen. So, und der ist auch mal ein bisschen weniger doof. Jetzt speichern wir das nochmal schnell. Speicher. Und weiter geht's. Dann schauen wir mal.
Jetzt müssen wir nämlich nach draußen. Gut. Als erstes noch ein komisches Stück Stein suchen und dann hier zurückrennen. Um meine Gnade zu beweisen, müsst ihr mir jetzt aber nicht hier in den Wäldern zusehen, wie ich 1000 dämliche Monster für jeweils einen Erfahrungspunkt zerschmettere. Ich spule einfach mal vor, bis ich diesen komischen Rubberstone... Okay, da sind wir wieder und diesmal haben wir 6 von diesen Rubstones oder Flatstones. 5? 5, ja genau, mehr als 4, das ist gut. Nehmen wir wieder raus, genau. Flachsteine haben wir genügend. Jetzt rennen wir mal schnell zurück zur Stadt, um uns bessere Ausrüstung zu verkaufen, zu machen und dann zu kaufen. Und, oh ja, und unsere Waffen zu reparieren, so. Jetzt mal den kurz unser Riesenschwert ausprobieren. Kravum, Kravum, fast so stark wie die Axt. Und ich bin nicht mehr von lähmender Langsamkeit, gelähmt. Ja gut, das war schwach. Sind wir wieder im Cliffdorf. Das Cliff Notes einer Stadt, Stellen des Städtchens. Wow, Timing total ruiniert. Yep. Schnappen wir uns das zuerst. Hier. Create und... Oh, ja, stimmt. Ich muss... das vergesse ich jedes Mal, aber damit das klappt, muss ich natürlich diesen Erzring abnehmen. So, den müssen wir nämlich auch verarbeiten. So. Jetzt können wir Iron Bracelet machen. Das ist viel besser. Ja. How many? Einmal. Genau. Jetzt haben wir das. Gucken wir mal, ob wir irgendwas brauchen. Oh, Bandagen haben wir so wenig. Dann nehme ich mir 3. Ja, ja, die sind ein Kicker. Und das nehme ich auch mal. Falls wir irgendwo mitten in der Pampa sind, können wir dann auch einfach mal aufhören. Und sind nicht da gezwungen, bis in alle Ewigkeit weiterzumachen. Das ist nämlich hier nett. Ich wünschte, in Phantasy Star 3 könnte man sich sowas kaufen und irgendwo mitten in der Landschaft speichern. Das wäre manchmal echt schön gewesen. Naja. Naja. Gut, war... Ach ja, genau. Reparieren, speichern, ausruhen und starten. Das müsst ihr euch jetzt aber nicht mehr antun.